Ein All-In-Vertrag legt fest, dass du ein Pauschalgehalt bekommst, mit dem alle Mehr- und Überstunden abgegolten sind. Manchmal auch Zulagen, wie eine Familienzulage. Oder Sachbezüge wie ein Dienstauto. Kurz, deine ganze Arbeit wird pauschal, also immer mit der gleichen Summe, entlohnt. Wie viele Arbeitsstunden mit deinem All-In-Gehalt abgegolten sind, hängt von der Höhe deines All-In-Gehalts ab. Entscheidend ist dabei, wie viel du laut Kollektivvertrag verdienen musst und um wie viel höher dein All-In-Gehalt im Vergleich zu diesem Mindestgehalt ist. Egal wie viel du verdienst, es können nur Stunden bis zu den gesetzlichen Höchstgrenzen abgegolten sein. Für Verträge, die ab dem 01.09.2018 abgeschlossen worden sind, sind das 12 Stunden am Tag und 60 Stunden in der Woche. Und weiterhin 10 Stunden am Tag und 50 Stunden in der Woche für Verträge, die vor dem 01.09.2018 abgeschlossen worden sind. Es ist die Pflicht des Arbeitgebers, deine Arbeitszeit aufzuzeichnen. Er kann dich zwar bitten, sie aufzuschreiben, letztverantwortlich ist aber immer der Chef oder die Chefin. Warum das für dich so wichtig ist? Der Arbeitgeber hat einmal im Jahr eine sogenannte Deckungsprüfung durchzuführen, für die deine Arbeitszeitaufzeichnungen Voraussetzung sind. Bei dieser Deckungsprüfung wird festgestellt, ob deine tatsächliche Arbeitszeit mit deinem All-In-Gehalt abgedeckt und damit bezahlt ist. Wenn das nicht der Fall ist, hast du das Recht auf eine Nachzahlung. Du willst jetzt schon wissen, ob du ein faires All-In-Gehalt bekommst? Dann mach den Check und lass dir vom All-In-Rechner der GPA DJP eine erste Einschätzung geben auf www.allinrechner.at. Wir beraten dich gerne. Wir sind für dich da. Deine GPA DJP.